So, jetzt probieren wir die erste Fütterung der Raubtiere mit fester Nahrung. Heute haben wir schon gemerkt, sie haben schon Gusto bei der Mama. Und jetzt schauen wir, was sie tun. Schauen wir. Na, die Bessie kann das schon. Batida. Und ist überall das Gleiche drinnen. Uiuiui, keine Tischmanieren haben wir. Jeder ein Schüssel. So. Das ist schwierig. Da geht noch mehr daneben als in den Hund, aber sie werden es schon lernen. Das ist im Schüssel das Essen und nicht unterm Schüssel. So. Ja, die zwei schlagen schon zu. Die zwei müssen es noch ein bisschen checken, was da los ist. Ja, schau mal. Oh. Auch die Bianca hat es schon kapiert. Und die zwei wollen aus einem Schüssel essen. So. Na, jetzt haben wir es. Ist das nicht süß? Und wir füttern gute Naturnahrung vom Panion, damit auch keine Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe oder sonstiges in den Hund hineinkommt. Dann bleiben sie lange gesund. Schau. Ja, an den Tischmanieren müssen wir, glaube ich, noch arbeiten. Aber es schmeckt. Ja, schau. Ja, super. Ja, es scheint gut zu schmecken. Da hat die Mama dann viel zu putzen. Sind wir noch nicht sicher, was das soll. Schauen wir mal. Jetzt kommen die anderen und schauen nach, was da los ist. Die Mama kontrolliert das Ganze. Schnapuliert auch mit. Dabei hat sie ein eigenes Schüssel, aber von den Kleinen schmeckt es viel besser. Ui, das wird eine Sauerei nachher sein. Nächstes Mal machen wir das auf Küchenrolle. Hey Mami, du hast dein eigenes Schüssel. Hm? Und du auch? Aber sie haben schon ganz gut Appetit. Macht, glaube ich, gerade eine ein Häufchen. Ja, wenn man so viel isst, muss man auch Häufchen machen. Die fangen jetzt auch schon an zu spielen, tapsen auf die Mama hin und beißen sich gegenseitig. Macht. Dein Baby versucht Häubchen zu machen. Ich glaube, du musst es putzen, schau.
So funktioniert Häufchen machen bei kleinen Welpen. Die Mama putzt sie. Der Mia kommt dann. Da komm her. Da sitzt im Bild. Komm her. Da gibt es Platz. Komm. Mein Baby ist davon gelaufen. Da komm her. Sitz. Da sitz. So ist brav. Jetzt schauen wir ihnen noch ein bisschen beim Schnabulieren zu. Aber die zwei Dicken haben schon sehr guten Appetit. Dabei haben sie noch gar keine Zähne. Also sie müssen noch breiige Nahrung kriegen, ein bisschen mit Wasser, damit das gut verdaut werden kann. Also geht noch mehr daneben als in den Hund, aber macht nichts. Man lernt es ja.